Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Ja, das Level heißt, wir haben die Arschkarte, denn man kann tatsächlich sehen, die Pistolen sind jetzt auch wieder da. Das große Problem ist, im letzten Level gab es tatsächlich die Pistolen zu holen, direkt am Anfang, und ich habe es nicht gemacht. Deswegen habe ich auch keine Shotgun, keine Magnum und vor allem auch keine Uzis. Dafür habe ich aber komplettes volles Leben sowie kein Medipack verwendet. Nein, es war tatsächlich so, man kann die Pistolen holen, beziehungsweise man muss sie sogar holen. Eine für sich. Okay, ich habe die Uzis erhalten. Dann habe ich wenigstens eine Sache, die mich wenigstens ein bisschen beruhigt. Nein, es ist tatsächlich so, man bekommt hier eine für sich... also man hat sich schon tierisch darüber aufgeregt, dass ich doch vergessen habe, die Pistolen zu holen. Und deswegen... Ja. Wer weiß, für diejenigen, die es wussten und sich das hier ansehen, Stefan89R zum Beispiel. Ich krieg doch tatsächlich die Pistolen zurück, das freut mich. Und ja, ich will mich erstmal ein bisschen zurück, damit ich jetzt nicht zu viel Energie verliere. Ich hoffe, dass hier aber nicht überall was rauskommt. Und das sieht hier irgendwie hässlich aus. Yep, und da ist auch schon Nummer 2. Boah, da kommt noch einer raus. Okay, das war schon zu viel Energieverlust. Ja, ich will hier versuchen natürlich, das so wenig mit Energieverlust behaften lassen, wie irgend möglich. Ich hoffe, das reicht auch noch an Energie. Ja, da ist auch schon das andere offen. Sehr schön. Na, wenigstens... Ja, muss ich irgendwie mitleben. Ich habe ja auch für diesen besonderen Fall auch die Medipacks aufgehoben. Ja, der Rest geht, glaube ich, nicht auf. Sieht zumindest nicht danach aus, weil die anderen da waren so diese komischen Tentakel doch am Bewegen und... das bewegt sich ja alles. Nein, da können wir mal gucken, wie viel Uzi-Munition man dann für jedes Mal bekommt. So, 100 Schuss kriegt man jedes Mal. Sehr schön. Und da war ein Medipack, ich hab's gesehen. Ich habe es genau gesehen. Aber es ist beruhigend zu wissen, dass man wenigstens so doof sein kann und die Waffen vergessen kann. Aber ein
Eins muss man mir lassen. Ich hab's doch gar nicht mal so kotzig bis jetzt gemacht. Okay, da unten ist das... ist ein Flatterfly. Super. Würden Sie vielleicht daran gedenken, diesen Gegner anzuvisieren, Frau Kraft? Danke. Sehr schön. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir erstmal Shotgun-Munition. Ja, die Shotgun-Munition kann ich natürlich so wenig verwenden wie möglich. Solange ich nicht die Shotgun habe. Keine Tür? Ah, hier ist ein Schalterlein. Damit wird die Tür geöffnet. Die wiederum einen Schalter hervorruft. Ach, das ist nur so ein normales Ding, das hier hochkommt. Super. Ja, Fall runter. Na super, jetzt muss ich das Ding wieder erledigen. La 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 la, bleib da unten, danke. Regel Nummer 1, Speicherteufels. Und kurze Nebeninfo, ich bin gerade in einer Comfy Lightend, in der ich zurzeit nicht drin bin und beziehungsweise keine Aktivität habe. Denn dort wird gleichzeitig mit aufgenommen. Prima, oder? Ach, du bist schon da. Nee. Was mache ich hier eigentlich? Schwachsinn im Kubik. Ja, das werdet ihr jetzt nicht nochmal sehen, das schwöre ich euch. Denn ich habe selber inzwischen schon keine Lust darauf, diesen Dämon nochmal zu sehen. Von daher... Na, komm schon.
So, Regel Nummer 1, wir speichern. Priorität Nummer 1. Würde es vielleicht irgendwie gehen, wenn es da so runter? Hey, das klappt sogar ohne Energieverlust. Da. Super. Nee. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. So. So ein bisschen das mal anschießen, damit es, wenn es rauskommt, mit runterschmeißen kann. Obwohl der Energieverlust ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Aber trotzdem mag ich einfach diese Dingern ist. Die sind so. Ja, guckt euch schon mal die Ränder an. Das ist alles biologisch gezüchtet. So richtig so. Macht irgendwie Spaß, das Spiel. Komm, mach Bumm. Mach Bumm, Bumm, Bumm. Danke. So. Damit hat auch das letzte Kaboom gemacht. Und nun fragen wir...